Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meiner Serie von Play Your Map. So, diesmal habe ich mir die Map ausgesucht, Little Red Booster, und die ist von Poifrot. Wie immer, wenn ihr wissen wollt, welche Kriterien die Maps erfüllen müssen, die ihr mir schicken wollt, einfach in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich genau aufgelistet, was eure Map haben sollte. Ja, sagt eigentlich schon alles. Einfach nachlesen. Ja, jetzt gehen wir zur eigentlichen Map. Little Red Booster. Habe ich selbst noch nicht gespielt. Wurde aber gut bewertet. Also von den Awards her. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was mich da erwartet. Okay. Scheint jetzt nicht so schwer zu sein. Hier ist hinter, hier geht's rüber, hier geht's. Ups. Okay. Press back for GPS. Nee. Ist jede Menge Kassenblöcke gibt's hier. Da hat man nicht gespart. Okay, hier geht's rauf. Okay. Crashed. Ja, jede Menge bunte, nicht bunte, sondern jede Menge animierte Schilder. Hier geht's rum. Hier geht's rüber. Wow, sind mir Schilder abgelenkt. Ach, hier war Booster. Wow. Der Kastenblöcke hat wirklich nie gespart. Okay. Also hier ist der Checkpoint und da ist anscheinend das Ziel, wie es ausschaut. Ja, hinten wäre es Ziel gewesen. Ich sag, versuch mal einen schönen Run. Ah. Okay. Okay, schön, schaut anders aus. Okay, das war jetzt nicht so perfekt. Geht's wieder runter, dann die Rechtskurve, wieder Sprung. Hier der Übergang, okay, ah, hier geht gerade noch. Okay, sie hat den Teil schön erwischt wie vorher. Boah. Okay, der Sprung fällt mir jetzt nicht so. Den muss ich glaube ich nächstes Mal anders fahren. Hier geht's runter und dann geht's Ziel. Ja, okay, so kann man natürlich auch ins Ziel fahren. Okay. So ein kleines Outro. Ah, schauen wir uns aber nicht an. Der 51er Zeit ist nicht so die Welt. Ich bin ein bisschen zu weit oben angefahren, aber dafür sauberer wie vorher. Sieht man auch, ich habe mehr Speed drauf wie vorher. Boah, ich fahre alles Fullspeed momentan. Nicht ganz. Ich bin ins Leid rein, ich hole sogar meinen Ghost, so schnell bin ich. Boah. Ich dachte, ich konnte hier Fullspeed runterfahren. Ja, ich wollte ein bisschen enger springen als vorher, aber. Ja, das sieht man. Nicht ganz geglückt. Ah, stell mich, dass ich hier mal abhebe.
geht schon schneller als mein Ghost. Okay, aber jetzt geht ins Light rein, ist besser. Ganze Kurve gedriftet, sehr schön. Ich drifte hier am besten hier runter. Okay, jetzt geht's hier rum. Wow, schön eng gefahren. Wahrscheinlich muss ich einfach bloß weiter rausspringen. Jawohl, so ungefähr. Und ab ins Ziel. Wow, schöner Sprung. Jawohl, 49,4. Okay, das ist nicht so eine schlechte Zeit, würde ich sagen. Jetzt werde ich hier links nochmal die Zeiten einblenden, wo auf der Main Exchange Seite zu finden sind. Einmal offline, die Offline Records, der Patriot, eine 46,965 gefahren. Was habe ich gefahren? Okay, ich sag nichts. Und bei den DDs, also quasi bei den Serverzeiten, hat Dagobert 47,4 gefahren. Okay, das war 47,4 im Verhältnis zu 46,9. Das ist sogar genau eine halbe Sekunde Differenz. Ja, ich versuche nochmal mein Glück. Oder schau erstmal das GPS an, wenn man in den Start fährt. Das ist runter, ist klar. Okay, da trifft ihr auch. Springt da rüber. Fährt hier runter. Fährt auch so rum bei der Laterne. Hat er einen Kalb rum. Trifft er da hier. Gemacht. Hat auch gedriftet. Okay. Er ist auch möglichst weit rausgesprungen. Bloß die Landung fällt mir nicht ganz. Ich hätte vielleicht ein bisschen softer machen können. Aha. Ein überschlägtes Auto im Ziel. Bin ich mal gecrashed. Ah, einmal fahren wir noch. An die gleiche Stelle schon wieder, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Da kommen wir auch wieder in den Drift rein. Ah, springen. Viel zu hoch. So, versuchen wir es nochmal. Ah, er kommt wieder zu hoch. Ah, egal. Jetzt sagen, das lasse ich erstmal. Tun wir die Map analysieren mal. Und zwar, die Map an sich finde ich jetzt nicht schlecht. Einzig was mich stört ist. Was ist denn hier? Hier ist. Ah, hier sieht man jetzt irgendwas aus einem Custom-Block drin. Deswegen kommt man hier in den Drift immer rein, wenn man hier runter springt. Okay, den Teil hätte ich vielleicht anders machen können. Hier der Übergang, super. Schön. Was hat er hier gemacht? Hier steht ja der halbe Berg. Okay. Ja, das ist nicht so schön, wenn nur der halbe Berg dort steht. Sind da Blöcke ausgegangen oder was? Hier auch. Hier kann man durchschauen durch den Berg. Okay, von der Seite sieht man jetzt nichts, aber von da oben, von der anderen Seite. Naja. Bisschen gepusht. Auch hier, hier springt man rauf. Hat auch so einen Custom-Block da oben hingebaut, eigentlich. Ja, okay, sieht man zwar nicht, aber egal. Hier springt man rauf und landet ziemlich hart hier in den in der Pipe, nenne ich es mal. Dann geht's hier rüber. Okay, der Zielsprung ist wieder okay, aber ja, das hätte er vielleicht ein bisschen anders machen können und hinten das mit den Berge hätte glaube ich auch nicht sein müssen. Sonst ist es eine total coole Map und ja, also es fehlt halt noch ein bisschen was, fehlt noch ein bisschen das Feingefühl für Details, würde ich sagen. Hm.
Genauso der Abstand zwischen den Checkpoints. Einmal hast du hier einen Checkpoint und dann fährst du ewig hier rum. Und dann ist oben der nächste Checkpoint. Hier zwischendrin wäre nochmal ein Checkpoint ganz gut gewesen, glaube ich. Aber sonst passt die Map. Bis auf die Kriterien, was ich jetzt gesagt habe. Na gut. Das war's schon wieder. Würde ich sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Map. Ja, macht es gut. Bis dann. Ciao.